Schönen guten Abend, Herr Ministerpräsident. Sie sind, anders als Olaf Scholz, schon länger auf TikTok. Dort haben Sie auch Bilder gepostet von Ihrer Reise in China. Wir gucken ein bisschen rein, was das für Bilder sind. Es sind ein paar sehr schöne Bilder dabei. Sie eben auch an der chinesischen oder auf der chinesischen Mauer, Panda-Bären mussten dabei sein. Und dann gibt es ja eigentlich den Söder, der isst. Aber Sie haben ein paar Sachen, die Sie nicht essen, aufgeführt. Das sind, glaube ich, Hühnerfüße, Hasenköpfe und Entenzungen. Haben Sie nicht probiert, obwohl das eigentlich unhöflich ist? Nee, überhaupt nicht. Journalisten haben die Entenzungen zufällig gegessen, dachten, es was zum Knabbern. Und als sie gemerkt haben, was Entenzungen ist, hat sich ihre Meinung auch noch mal grundlegend verändert. Ja. Also, und Sie haben es nicht gegessen? Nö, aber ich habe es ja fotografiert. Dann lieber... Ich habe alles andere aber gegessen. Es war auch nicht die Erwartung. Es war sozusagen von der deutschen Botschaft sogar, um uns zu zeigen, was man alles essen kann. Das offizielle Essen war deutlich angenehmer oder leichter. Das haben wir auch alles gegessen. Sie wissen, es gibt Kritik, nicht nur wegen dieser Fotos, aber eben auch. Da gibt es Menschen, die sagen, das ist halt einfach die netten Panda-Bilder, die man so macht als Tourist. Aber als bayerischer Ministerpräsident würde man damit der Propaganda Chinas auf den Leim gehen. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Ja, das ist ja ein Quatsch. Also zunächst mal ist es so, das waren wirklich sehr wichtige Gespräche. Unter anderem mit dem Handelsminister, unter anderem mit dem Ministerpräsidenten, mit dem zuständigen Partei- und Sekretär und Gouverneur dort, um für bayerische Wirtschaft zu werben. Ich war der erste Ministerpräsident, der seit der Pandemie da war. Und ich habe mich vorher übrigens auch mit Olaf Scholz abgestimmt, gleiche Sprachregelung. Wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen das Risiko minimieren und die Situation für unsere Wirtschaft verbessern. Mhm. Ich sage es mal so, Sie wissen, dass wir in Bayern tolle Automobilfirmen haben. Die können nicht nur alleine in Niederbayern BMW verkaufen oder Audi. Und deswegen ist es einfach wichtig, auch für Arbeitsplätze bei uns in der Welt präsent zu sein. Und da sehe ich mich auch als Wirtschaftsförderer meiner Heimat. Und das mache ich dann auch. Und wenn es am Ende auch Unterstützung bringt für heimische Arbeitsplätze, ist es gut. Also Sie sind auch nicht der erste bayerische Ministerpräsident, so ist es, der da ist. Also Franz Josef Strauß, von dem gerade die Rede war, der war natürlich auch in China. Es war aber auch Edmund Stoiber in China und Horst Seehofer. Und Horst Seehofer hat während seiner Reise oder einer seiner Reisen auch Dissidenten getroffen. War das eine Überlegung bei Ihnen? Wir haben uns bewusst darauf konzentriert, Wirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sprechen natürlich solche Dinge immer an. Mhm. Allerdings ist es nicht so, dass bei den Chinesen, wenn man die Dinge jetzt auch sehr anspricht, es automatisch dann eine Einsicht gibt. Ja. Oder dass man sagt, oh ja, haben wir falsch gemacht. Sondern ich glaube, die Dinge muss man ansprechen, das tun wir auch. Aber wir Sie haben es nicht naiv. Wir sind, nein, aber halt im Gespräch. Aber warum nicht öffentlich? Ja, weil es öffentlich, ich habe es öffentlich gemacht, ich habe es ja jedem auch erzählt hinterher. Es gibt aber dort keine gemeinsamen Pressekonferenzen. Mhm. Das ist ein bisschen anders da, bei den chinesischen Pressekonferenzen, anders als bei uns. Applaudieren die Journalisten, wenn die Politiker gesprochen haben. Das ist bei uns natürlich nicht vorstellbar. Man könnte an sich arbeiten, aber es ist jetzt mal egal. Na, ganz im Ernst, das Gespräch konzentriert sich natürlich auf den einen Teil, was wir Unterschiede haben. Aber es ist jetzt eine grundlegende Philosophie. Ich habe bei Kissinger, kennen Sie ja, kam auch aus Fürth, also war Franke, öfters Gespräche geführt, auch mit Telchik, der bei Kohl der außenpolitische Berater war. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Dinge, die einen trennen, anspricht, aber immer wieder versucht, auch Dinge und Wege zu finden, im Gespräch zu bleiben. Ja. Selbst wenn es schwierigste Partner sind und selbst wenn es vielleicht keine Wirkung haben sollte, ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Wir sind nicht allein die Welt. Ja. Und ich bin weder Missionar noch NGO-Vertreter. Ich muss schauen, dass ich auch die Interessen Deutschlands und in dem Fall Bayerns besonders vertrete. So, aber es gibt eine Bundeskanzlerin, die besonders häufig in China war. Angela Merkel ist der Name. Und die hat es eigentlich nie unterlassen, auch übrigens öffentlich und in China folgende Bemerkungen zu machen. Insofern haben wir auch noch einmal deutlich gemacht, dass für uns erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und Menschenrechts- und Zivilgesellschaftsentwicklung ganz eng zusammengehören. Öffentlich bei einer Pressekonferenz daneben der chinesische Kollege. Also es geht schon. Ja, wenn Sie eine Pressekonferenz mit den Präsidenten haben, ja, das war aber in dem Fall nicht der Fall oder nicht möglich. Und wir haben das angesprochen und haben den Journalisten, die mitgefahren sind, das auch so mitgefahren. Und wie genau haben Sie es angesprochen? Also was haben Sie denen gesagt? Haben Sie denn zum Beispiel abhängig gemacht, zum Beispiel die Handelsbeziehungen dann eben auch von der Einhaltung der Menschenrechte? Das war eine Forderung zum Beispiel von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Naja, also zunächst mal kommt es darauf an, die wesentlichen Dinge anzusprechen. Das haben wir alles getan. Ich habe jetzt kein genaues Wortprotokoll. Aber glaube ich, wäre auch relativ unangemessen, das so in der Form zu machen. Sondern man muss ein anderes Gesprächsebene finden. Wir hatten ja auch zum Teil Wirtschaftsvertreter dabei, die waren auch dabei. Ja. Wir haben vor allem in den Mittelpunkt gerückt, das sogenannte Level Playing Field, also dass es keine einseitige Belastung gibt. Wir haben auch übrigens klargemacht, dass die Frage, ob Europa Zölle erhebt oder nicht, die Diskussion gibt es ja stark aus Frankreich, dass das sehr stark damit zusammenhängt,
hängt, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Und da gab es bei den Gesprächspartnern mehr Offenheit, als ich gedacht habe. Und es mag der eine an der schmunzeln. Ich habe mich auch sehr für die Landwirtschaft eingesetzt, für ganz Deutschland, denn wir hängen sehr stark in unserer Landwirtschaft von dem Export nach China ab. Und da ist seit den Debatten um die Schweinepest Exportverbote gegeben. Und auch da gab es gute Signale. Im Grunde genommen kann man sagen, ich war jetzt vor dem Bundeskanzler, aber ich glaube, das wird in eine ähnliche Richtung gehen, was der Bundeskanzler dort sagt. Und jetzt trotzdem nochmal, in welcher Form haben Sie über die Menschenrechte geredet? Was genau haben Sie eingefordert? Ich habe den Wortlaut jetzt nicht genau da. Entschuldigen Sie, dass ich für die Sendung das nicht nochmal genau aufgeschrieben habe. Aber haben Sie im Kopf? Ja, das, was ich im Kopf habe, habe ich Ihnen jetzt erzählt und das finde ich auch angemessen. Da waren aber Menschenrechte noch. Ja, doch, da waren Menschenrechte dabei. Unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit, von Demokratie. Okay. Ich glaube nur, und das ist meine persönliche Überzeugung, die darf jeder anders haben. Ich höre oft, dass der Auftritt Deutschlands im Ausland unterschiedlich bewertet wird. Mhm. Und ich höre oft bei den Gesprächen, und es ist tatsächlich so, wir sind die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa. Und wir sind als Bayern, manchmal in Deutschland sagt eine, ach, die Bayerns wollen immer was anders sein. Sind wir in irgendeiner Form ja auch und das auch gerne. Und wir sind da ein sehr bekannter und auch beliebter Standort und auch Urlaubsort. Und ich glaube persönlich, dass es nicht geht, wenn man auftritt und quasi mit dem Aufstampfen im Fuß jemand erklären will, was er zu tun hat. Ich habe mal bei der Münchner beim G7-Gipfel mit Herrn Modi ein Gespräch geführt, dem indischen Präsidenten. Habe ihn dann ganz nah auch angesprochen, wie das mit Russland war. Orientiert euch nicht. Und er sagte dann am Ende des Gesprächs einen Satz, der mich ziemlich bewegt hat. Er sagte folgenden Satz: Ihr Europäer solltet irgendwann verstehen, dass eure Probleme nicht mehr automatisch die Probleme der Welt sind und die Probleme der Welt mit euch nichts zu tun haben. Und wenn man den Satz sacken lässt, dann muss man sich die Frage stellen, als Exportland in der Welt, wie stellt man sich auf? Und mein Vorschlag ist einfach, darf jeder anders machen, aber mein Vorschlag ist, höflich zu sein, die Dinge anzusprechen, aber auch Interessen zu verfolgen und genauso in den Dreiklang habe ich es. So, Sie haben es gesagt, es ist Real statt Moralpolitik. Ist das ein Seitenhieb gegen Frau Baerbock? Nein. Sondern? Das ist halt meine Auffassung. Sie hat den chinesischen Präsidenten einen Diktator genannt. Ja, das muss ich selber entscheiden. Es ist ja auch das Problem, dass wir in der Bundesregierung, glaube ich, nicht ganz einig sind. Ist das Moralpolitik? Naja, also der Eindruck ist bei Frau Baerbock schon, dass die moralischen Dinge mehr im Vordergrund stehen. Das kann sie machen als ehemalige Grünen-Vorsitzende. Ob es im Interesse von Deutschland ist, das so zu machen, weiß ich nicht. Wenn Sie mal anschauen, auch diese ganzen Themen, ich finde es total wichtig, dass sich Deutschland für Menschenrechte einsetzt, für Frauenrechte. Aber ob die feministische Außenpolitik so formuliert, ob das jetzt tatsächlich ist, ich habe irgendwo gelesen, dass man mit Frau Roth zusammen in der Mongolei da geworben hat um feministische Außenpolitik. Ich weiß nicht, wie das da so wirkt. Ja. Also ich finde das alles... War gerade nicht das Thema, sondern letztlich bei den Menschen. Sie haben mich gefragt zu Frau Baerbock. Beispielsweise in Xinjiang, wo eben die Uiguren dann Zwangsarbeit verrichten müssen. Das da haben wir gemeinsam eine ganz klare andere Auffassung. Haben wir eine ganz klare Auffassung. Haben Sie angesprochen wahrscheinlich. Natürlich, Minderheitenpolitik ist ein Thema. Okay. Aber die Frage ist am Ende, Frau Maischberger. Ich habe einfach nur einen Staatsmann im Ohr, den wollte ich Ihnen gerne zeigen, der Ihrer Meinung ist. Ich mache mir manchmal Gedanken darüber, wenn ich das höre, das gilt aber auch in Europa. Wenn ich höre, ich war letztens in Serbien, wie darüber geredet wird, wie woanders geredet wird, dann ist mein Gefühl, dass wir Deutschen als sehr belehrend und moralisierend auftreten, wahrgenommen werden. Und ich glaube nicht, dass das auch historisch gesehen ein optimaler Auftritt ist. Einer, der Ihrer Meinung ist, den zeigen wir jetzt, Sie haben es vielleicht vorher in der Dokumentation gesehen, Gerhard Schröder, in einer Dokumentation mit unter anderem diesen Worten. Ich halte das für überflüssig, das öffentlich zu sagen als deutscher Außenminister. Das kann man ja meinen. Aber ob man als deutsche Außenministerin das Staatsoberhaupt Chinas so bezeichnen sollte, ist eine Frage, die auch mit Professionalität zu tun hat. Und die ist offenkundig im Auswärtigen Amt eher unterentwickelt. Gegenwärtig. War ja nicht immer so. Ist komisch, ne? Ich wollte gerne wissen, ob Sie den Präsidenten Chinas auch in die Nähe eines Diktators rücken würden? Nee, wir wissen alle, dass das keine Demokratie ist. Wir wissen alle, dass das ein zentralisiertes System ist, ein autoritäres System, nicht vergleichbar mit uns. Und natürlich ist es nicht die Vorstellung der Demokratie, die wir haben. Ist es denn eine Diktatur? Naja, auf jeden Fall ist es keine liberale Demokratie, so wie wir sie vorstellen können. Ich glaube auch, dass das Land stärker denn je geführt wird von einer Person. Es war in China
zu anderen Zeiten, Deng Xiaopings, deutlich, jedenfalls sind auch die Aussagen der deutschen Botschaft so gewesen, deutlich mit auf mehreren Schultern verteilt, auch von der Lebenszeit her, war das eben so, dass es da einen Wechsel gegeben hat. So stark konzentriert auf eine Person war es noch nie. Die Frage ist, ob das am Ende neben dem Machtanspruch der Person dem Land nützt, weiß ich nicht. Mein Gefühl ist, dass dort auch in den Provinzen wird das Gleiche gesagt und gedacht, wie man das in Peking tut. Mhm. Das merkt man auch am Sprachgebrauch, an der Wortwahl. Trotzdem, auch wenn die Partner schwierig sind. Also, wie würden Sie es denn nennen? Sie sagen, es ist keine liberale Demokratie, es ist aber auch keine Diktatur. Was ist es denn? Nein, das ist eben ein kommunistisches System, so wie wir es oft erlebt haben. Genauso. Die CSU hat früher sehr klar gesagt, dass die kommunistischen Systeme Diktaturen sind. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Ein kommunistisches System ist mit einer klaren, völlig autoritären Struktur, die wir so nicht. Aber keine Diktatur. Das Interessante ist ja schon, dass, wie man dann den immer, Handel und den Wandel dann. Ich frage mich immer, finde es eine spannende Diskussion, Frau Maischberger. Nee, also, warum wir, darf ich uns das sagen? Weiß ja, ich, unbedingt. Warum wir in Deutschland Meister, Weltmeister im Wortglauben sind, nein, aber nicht Weltmeister mehr in der Produktion und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Das ist nicht der Punkt. Der ich finde Punkt es schade. Ist, nein, der Punkt ist tatsächlich, wenn Sie sagen, dass das Sie schade. Dialog statt Abgrenzung eben machen ja. wollen, Wandel durch Handel, wäre das ja. Ich bin gespannt, ja? was der Bundeskanzler gesagt, wenn er Xi Jinping trifft. Bin sehr gespannt. Ja, aber Sie sind ja nicht der Kanzler, noch nicht jedenfalls. Ja. Also, es geht darum, wenn man mit Leuten Geschäfte, wenn man mit Leuten Geschäfte macht, ja. wo dann tatsächlich, wir haben es ja gerade am Beispiel Russland diskutiert, wo ja. sind da die Grenzen? Es gibt einen Mann, der gesagt hat, das Prinzip Frieden durch Handel ist mit Blick auf Russland zunehmend, aber auch auf China vorerst gescheitert. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Nein, aber Sie sagen es mir bestimmt. Alexander Dobrindt, CSU-Landeschef. Ja. Und es steht in einem Papier der Fraktion, also der Unionsfraktion im Bundestag, da steht es genau so. Frieden durch Handel ist gegenüber China gescheitert. Eine kommunistische Führung in China, die nach Globalisierung unter ihrer Vorherrschaft strebt, die Staatswirtschaft betreibt, die offen, ideologiegetrieben, hegemonial, dabei auch militärisch agiert, droht auf Dauer kein verlässlicher Handelspartner zu sein. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie man Handelsbeziehungen gestaltet. Genau. Das ist Herr Dobrindt und Ihre Fraktion. Ja, ja sind Sie der Außenseiter dann in der Union? Immer. Schon immer gewesen. Das hat man an dem Buch von Wolfgang Schäuble jetzt auch gesehen. Ja. Aber jetzt mal wieder kommen zur Realität. Wir auch noch drauf, ja. Ja, aber zur Realität wieder zurück. Die Frage ist, wir stellen in der Tat fest, dass beim also diese Level Playing Field, das ist so ein Begriff, den kaum einer versteht, geht es darum, werden chinesische Firmen in China einseitig bevorzugt gegenüber unseren Unternehmen? Das ist eine wirtschaftliche Perspektive. Genau. Und wir fragen, und das ist das, was Herr Dobrindt gesagt hat, Wandel durch Handel oder eben, wie es jetzt heißt, Frieden durch Handel, ist eine Illusion, weil diese Länder das nur ausnutzen. Am Ende werden sie die eigenen Interessen nur bestärken, sie werden sich nicht ändern und wir sind am Ende abhängig. Das ist genau das, was Herr Dobrindt sagt. Genau, abhängig ist ja nicht das Ziel. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Ah, Achtung, jetzt, aber die Achtung. Frage ist, wo ist dann jetzt, die Grenze? Jetzt vermischen wir die Dinge. Unser Ziel heißt ja De-Risking, es heißt also tatsächlich, sich unabhängiger zu machen, sich breiter aufzustellen, nicht nur auf einen Markt zu setzen, mehrere Standbeine zu haben in der Welt. Das ist, glaube ich, einheitliche Meinung, dazu stehen wir auch, das halte ich auch für richtig. Aber die, die dort sind und die diesen Markt auch brauchen, müssen im Markt unterstützt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen bist du da als bayerischer Ministerpräsident, wie es eigentlich alle sein sollten. Klar, aber wir machen ja im Moment keinen Handel mit Russland, aus guten Gründen oder nicht? Ja, natürlich, natürlich. Was machen Sie, wenn China Taiwan überfällt? Ja, dann wird sich die Lage komplett ändern. Was heißt das für die bayerischen Firmen dann? Dann wird es für die bayerischen Firmen sehr schwer werden. Dann müssen sie sich anders orientieren, weil das wird sehr schwierig werden. Wenn dieser Überfall kommt, ob er kommt, weiß keiner. Sie können ja auch nicht im Voraus die Politik machen. Sie können jetzt nicht sagen, weil in der Welt, und wir haben leider nicht immer mehr Demokratien, und wir erleben leider, dass in den Demokratien sich auch häufig veränderte Strukturen ergeben. Wenn wir jetzt sagen, wir machen nur noch überhaupt ein Gespräch mit denen, die komplett gleich wie wir sind. Da wird es aber gar nicht so, also da haben wir nicht viel zu tun. Das ist schon richtig. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wir haben eine Möglichkeit aufzutreten, durch militärische Stärke. Und ich glaube nicht, dass die Bundeswehr im gegenwärtigen Zustand die Welt fundamental beeindruckt. Also fällt der Teil aus und auch aus gutem Grund fällt er aus. Da machen wir Handel, das haben wir eben gemacht, auch lange mit Russland. Der zweite Teil ist übrigens unsere ökonomische Stärke. Sorry. Deutschland geht es ökonomisch nicht gut. Wir sind nicht so, dass im Ausland jeder sagt, Mensch, die deutsche Wirtschaft, super sensationell. Wir müssen uns schon mehr nach der Decke strecken. Im eigenen Land
kriegen wir das nicht hin. Okay. Eine Regierung hat kaum eine Idee, wie die Wirtschaft gestärkt wird. Jetzt sollen wir im Ausland auch noch alles absagen. Wie soll denn das eigentlich am Ende laufen? Wie soll das am Ende laufen? Wir leben nicht nur bei NGOs, wir leben nicht nur sozusagen davon in irgendeinem Think Tank über die beste Moral. Wir müssen auch schauen, dass wir in der Welt was erreichen und wir müssen auch, wenn wir Exportland bleiben werden, auch deutsche Produkte verkaufen. Und wenn tatsächlich ein Überfall kommt, dann müssen wir neu nachdenken. Das wird sich sicherlich komplett ändern in der Welt. So dann wird sich die spannende Frage, wie viel weiterstellen. Also ich glaube im Ernst, dass wenn es einen Angriff geben würde von China auf Taiwan, dann löst es internationale Verwicklungen mit den Vereinigten Staaten aus, die weit über die Frage hinausgehen, ob BMW, Mercedes oder Volkswagen oder die tollen Audis dort verkauft werden. Das ist ganz sicher, glaube ich jedenfalls, der Fall. Kommen wir zur Innenpolitik. Ich habe eines bei Ihnen gelernt, dass Sie doch neuerdings auch das Bayern-Gen nicht mehr in sich tragen. Haben Sie es gesucht bei mir? Ich glaube, ich habe es gefunden. Sie haben nämlich neulich gesagt, die Grünen als Verbotspartei haben kein Bayern-Gen. Und jetzt haben wir festgestellt, die eigentliche Verbotspartei, das ist die CSU. Weil Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Ja, das haben die Grünen immer gefordert. Das ist die Presseerklärung der Grünen, die Sie gerade vorlesen. Dass Sie sagen, das Cannabis-Verbot sollte drinbleiben, aber dass Sie das Gender-Verbot jetzt machen, das bringt mich dann doch zu der Frage, gibt es eigentlich gute Verbote auch, Herr Söder? Ja, klar. Gut. Mord und Totschlag wird verboten. Und das Gendern auch. Ja, aber aus einem anderen Grund. Wir sind übrigens nicht das erste Bundesland, das es macht. Das wissen Sie, machen andere auch. Sogar das schwarz-grüne Schleswig-Holstein macht es und so. Und zwar noch eine Nummer härter. Der Deutsche Rat für Rechtschreibung sagt uns... Der Deutsche Rat für Rechtschreibung sagt, ist da nicht dafür. Das stimmt. Wissen Sie, jeder kann das privat machen. Sie können mit Sternchen sprechen auch in der Sendung. Kein Problem. Jeder kann sich verschlucken, wenn er das versucht. Alles super. Ich glaube aber, wenn wir ohnehin schon in Deutschland nach PISA-Tests das Ergebnis haben, dass es mit Deutschland und der Rechtssprache und dem Deutschland so gut funktioniert, dann fangen wir dann an, völlig absurde Regeln zu machen. Ich persönlich sage, privat soll jeder machen, was er will. Aber in den Amtsstuben und in der Schule, finde ich, hat es nichts zu suchen. So, und Sie haben da die Mehrheit, das ist ja Ihr Argument auch, Sie sagen, die deutliche Mehrheit der Menschen lehnt das ab und das stimmt. Die deutliche Mehrheit, ich gehöre übrigens dazu. Schon klar. Ja. Die deutliche Mehrheit der Menschen fordert ein Tempolimit. Kommt es dann auch? Mann, Sie haben heute tolle Bezüge. Sie haben heute tolle Bezüge. Danke, und das entscheidet ja die Bundesregierung. Interessanterweise haben die Grünen in der Bundesregierung noch nicht mal ein Tempolimit durchgesetzt. Ich wollte ja nur wissen, zum Thema ob Sie allen Mehrheiten folgen. In Bayern haben wir fast überall übrigens richtige Geschwindigkeit. Ja, okay. Aber bei Cannabis, da schließe ich mich ja also ganz, ganz vielen Menschen an, die ob Ärzte, ob Polizei, ob Justiz, Psychologen dringend davor warnen, eine Liberalisierung jetzt auf den Weg zu bringen, die weitreichendste überhaupt ist. Ich frage mich, wie Sie heute Ihren Kindern erklären wollen, nimm keine Drogen, wenn jetzt Cannabis kommt. Ich habe irgendwo gelesen, es wird von einigen Experten sagen, naja, wir werden in der Schule jetzt schon noch einige Schwächen haben. Nach PISA ist das ja die Superstrategie, dass wir sagen, jetzt werden wir noch schlechter. Dann wird diskutiert im Straßenverkehr, besser keine Grenzwerte. Sorry, das Ganze ist ein einziger Quatsch. Die Ampel soll die Wirtschaft in Schwung bringen, aber nicht das Land irgendwie ins Koma versetzen. Weil Sie die Ärzte, also es gibt, es gibt tatsächlich, Sie haben völlig recht, es gibt die sagen, das ist überhaupt gar keine gute Idee. Es gibt andere Seiten von der Wissenschaft, aber auch bei der Polizei, die sagen, doch, lass es uns probieren. Aber es gibt vor allem einen Grund, den Sie ja auch nennen. Also Sie sagen, Cannabis schadet, damit schadet sich Deutschland selbst, gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Wenn man jetzt danach ginge, muss man einfach sagen, 40.000 Tote gibt es durch Folgen von Alkoholkonsum in Deutschland. Also direkte Alkoholkonsum und die Folgen. Und nirgendwo in Deutschland wird so viel Bier getrunken wie in Bayern. 125. Auch nicht mehr so viel wie früher. Auch nachgelassen. Sagen Sie mit großem Bedauern. Offensichtlich 125 Liter. Nein, ich habe es jetzt festgestellt. Ich habe gar nicht bedauert, ich habe es festgestellt. 91 ist der Durchschnitt in Deutschland, 125 in Bayern. Müssen Sie dann das Bier auch verbieten, Nein. wenn es so gesundheitsschädlich ist? Ja, es ist vieles gesundheitsschädlich und wird auch zu Recht kritisiert. Vor allem das Rauchen, das hat man dann auch verboten, jedenfalls in bestimmten öffentlichen Räumen. Ja? Geht es nicht in Gaststätten nicht. Wird übrigens jetzt eine spannende Frage. Also wenn das Sie Bier, nur, darf ich einen Satz kurz sagen? Wenn Sie nur Cannabis rauchen, ohne Tabak, stellt sich die Frage, ob der Nichtraucherschutz greift. Da müssen wir nochmal gesetzlich echt nachschauen. Haben Sie das mal probiert? Wird spannend. Nein.
Mit Bier oder schon mal, aber... So, Gesundheitskosten, 40.000 Tote, 57 Milliarden Euro wird gerechnet, die Folgekosten von Alkoholkonsum. Ich finde Alkohol, ich selber trinke praktisch gar keinen Alkohol. Ich trinke Wasser oder Cola, ist tatsächlich so. Ich trinke, ja, nee, auch wenn ich irgendwo am Fest zuproste, dann heißt das ja nicht, dass ich das... Ich halte die Maß und ich schaffe sie auch zu halten, im Vergleich zu anderen. Aber ich, es ist also zum Beispiel beim Nockerberg so, da tut sich der ein oder andere Berliner Gast immer schwer mit der Stammwürze zurück. Ja. Sie haben völlig recht, dass das ein scheinbarer Widerspruch ist. Aber Alkohol zu verbieten, ist jetzt gesellschaftlich schwierig. Aber das Argument kann doch da nicht sein, dann erlaube ich doch Cannabis, dann müsste ich übrigens auch Koks erlauben, dann müsste ich LSD erlauben. Wo ist denn eigentlich die Grenze? Nein. Wie erklären Sie einem jungen Menschen, der zum Dealer geht, der sagt, hör mal zu, Cannabis kriegst du umsonst. Schon Aber ich habe auch noch was anderes im Angebot. Ich glaube mir, in einem Jahr wird die Ampel, so wie die drauf ist, das auch noch mal legalisieren, um ein paar Wählerstimmen zu bekommen. Und dann wirst du dann immer strafbar. Ich meine, sorry, das ist doch kein Argument. Was so gesundheitsfördernd ist, muss ich doch nicht neu machen. Ich finde einfach Cannabis-Legalisierung in der Dimension auch, die gemacht wurde. Ich glaube, in Holland kann man 5 Joints, in Deutschland sind es dann, 15 Joints sind es erlaubt, in Deutschland 75 Joints. Wie sieht man denn da aus, Frau Maischberger? Ist doch ein Wahnsinn. Komm. Dann lieber 10 Maß Bier. 75. Darf ich Sie bitten um ein paar Satzvervollständigungen? Ja, gerne. Dass ich in der Corona-Krise einige überzogene Maßnahmen zu verantworten hatte? Ja, die waren auf jeden Fall, manches war überzogen, aber im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht? Finde ich sinnvoll und auf Dauer wahrscheinlich. Dass Rolf Mützenich ein Einfrieren des Ukraine-Krieges diskutieren möchte? Völlig sinnlos und auch unangemessen in einer Debatte, wo man der Ukraine helfen müsste. Dass Cem Özdemir ein guter Ministerpräsident in Baden-Württemberg wäre? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass der FC Bayern dieses Jahr nicht deutscher Meister wird? Ja. Der Club steigt nicht auf, Bayern wird nicht Meister. Ein ziemlich verlorenes Fußballjahr für den Bayern. Das ist klar, aber wie Sie es finden? Wie formuliere ich es jetzt höflich? Schade. Aber sagen wir mal so, Leverkusen spielt toll, wegen mir. Und super Diplomat. Bayern spielt halt einfach super. Dass Nike statt Adidas in Zukunft die Nationalelf ausstattet? Tut weh. Meine aktuelle Lieblingsserie ist? Ich habe mir jetzt 1883 angeguckt. Das ist das Prequel zu Yellowstone. Das sind Cowboys im heutigen Leben, nicht wahr? Ja, ziemlich viel Bayern. Wirtschaftspolitik im Westen. Mein Super-Osterei, da haben wir ein Bild davor, wurde verlost an? Eine nette Dame aus Günzburg. Was hat die dafür getan? Sich beworben. Sie hätten sich auch bewerben können. Ja, ich hätte was schreiben müssen. Ich meine, welcher Satz ist ihr eingefallen? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber es waren sehr viele, die sich beworben haben. Das größte Ei in Bayern. TIF trifft übrigens genau das, was vorhin hier diskutiert wurde, bei diesen Social Media. Über solche Aktionen haben Sie Präsenz und schaffen übrigens auch Inhalt. Inhalt zu transportieren an anderer Stelle, die Sie sonst nie schaffen würden. Ich bin gespannt, was in dem Ei drin ist. Von Armin Laschet gelernt habe ich? Oh, da muss ich noch bis zur nächsten Sendung überlegen. Ich geb Ihnen ein bisschen Zeit. Armin Laschet war hier. Es geht ja darum, dass Sie nicht so ganz klar sind, ob Sie noch mal antreten als Kanzlerkandidat. Wir haben Armin Laschet gefragt vor ein paar Wochen, der ja ein bisschen Erfahrung hat mit dem, was Herr Söder sagt und das, was er dann tut. Ist er im Rennen, Ihrer Meinung nach? Sollte er es sein? Ja, wenn die Frage offen ist, ist jeder im Rennen. Mhm. Auch wenn er noch so oft sagt. Ja, das ist eines der Beispiele, wo er mir gesagt hat, pass auf, mein Platz ist in Bayern. Als bayerischer Ministerpräsident ist man ausbefördert. Die CDU hat das erste Vorschlag gesagt. Ich kann die ganzen Sätze sagen. Die hören wir jetzt wieder. Ich glaube, alle haben gelernt, man muss es einvernehmlich lösen, denn zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Ihre Gelegenheit zu sagen. Der letzte Satz, den Anfang habe ich nicht akustisch mitbekommen, aber der letzte Teil, dem stimme ich zu. Also da haben Sie was von Armin Laschet gelernt. Der erste Teil war. Er hätte damals ja auch umgekehrt. Also, das ist die interessante Frage. Sie haben ja Wolfgang Schäuble erwähnt. Wolfgang Schäuble ist gestorben am 26. Dezember. Wir haben jetzt erfahren, er hat bis zuletzt an seinen Memoiren geschrieben und die sind heute veröffentlicht. Habe ich gesehen, ja. Darin eine, beschäftigt er sich auch mit der Frage, warum Sie damals gegen Laschet in dieser
sagenumwobenen Nacht einen Rückzieher gemacht haben. Und er schreibt Folgendes. Wieso hat eigentlich Söder aufgegeben hatte, warum ihn den Machtmenschen dann doch der Mut verließ, das Duell auszukämpfen, zumal die Mehrheitsverhältnisse alles andere als klar waren, er sogar noch immer mit großer Unterstützung durch die Fraktion rechnen konnte. Wenn man Herrn Schäuble liest, dann haben Sie den Rückzieher gemacht. Sie sind nicht rausgedrängt worden. Warum? Ruhe in Frieden und großen Respekt vor Wolfgang Schäuble. Aber wenn Sie das Buch, die Auszüge gesehen haben, dann erleben Sie, dass er eine sehr einseitige Sicht immer auf die CSU hatte. Er war selber übrigens in der Zeit, hat aktiv sogar Vorsitzende, Ex-Vorsitzende, Ehrenvorsitzende der CSU angerufen, um da eine Veränderung herbeizuführen. Das ist sein gutes Recht gewesen, aber die Sicht ist aus meiner Sicht einseitig. In dieser besagten Nacht, in dem Buch von Robin Alexander, wird es sehr, sehr genau und detailliert beschrieben. Das trifft es deutlich genauer als das, was Wolfgang Schäuble sagt. Also es war die Entscheidung der CDU, nicht Ihre zurückzuziehen? Nein, ich habe es angeboten und die CDU hat dann eine Diskussion geführt und es war auch so, die Bereitschaft vom CDU-Vorsitzenden war zum Beispiel unter gar keinen Umständen ein Votum von Partei oder Fraktion, das anders ausfielen würde als den CDU-Vorsitzenden, zu akzeptieren. Und das wäre dann tatsächlich eine maximale Spaltung gewesen. Deswegen habe ich gesagt, das muss die CDU entscheiden. Ein CSU-Vorsitzender kann ja nur sozusagen anbieten, entscheiden tut die Mehrheit die CDU. Steht Wort gegen Wort. Wir schauen, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Und danken für den Besuch. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.